Hallo, ich komme zu meinem nächsten Türchen und das ist sogar schon Türchen Nummer 6 und das bedeutet Nikolaustag. Deswegen habe ich mir heute auch was Besonderes eingefallen lassen zum Öffnen. Wir öffnen natürlich das Türchen. Schreibt gerne rein, was ihr zum Nikolaus bekommen habt und so weiter und so fort. Und lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, um mich zu unterstützen. Aber das sind ja kurze Videos, deswegen wird hier nicht so viel gelabert. Wir gehen direkt in das Türchen Nummer 6. Schauen mal, wenn wir es aufkriegen. Und so, was uns heute erwartet, okay, ein Funpack, Entwicklung in Palea, 3 zusätzliche Spielkarten, okay, das ist natürlich schade, dass das im 6. Türchen drin ist, ich hätte irgendwas krasses erwartet, aber dafür öffnen wir die Einpack-Blister zur Paradox-Rift, Karmazin und Purpur, genau, mit der Pikachu-Coin, alle 4 Stück. Habe ich noch nicht geöffnet, sind ja auch zu dem Set erschienen und ich dachte, das ist hier passend zu dem, ja, 6. Türchen. Aber wir machen erstmal das Fun Booster Pack hier auf. Ich glaube, hier gibt es keinen Kartentrick. Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht mal, ob es eine Reverse-Karte gibt, ob das einfach nur ein paar Common-Karten sind. Micro, Magnetilo und es gibt auch eine Reverse. Ein Sneepuna. Okay, das ist doch schon mal fein. Genau. Hier ist noch so ein, ja, Blättchen mit Informationen drin. Genau. Wobei, das ist noch ziemlich alt. Der Kartendex wurde offline genommen, soweit ich weiß. Falls ich da falsch liege, korrigiert mich. Und das Pokémon-Sammelkartenspiel gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinne. Das ist ja durch Pokémon Live abgelöst. Da wird es auch wieder demnächst hoffentlich ein oder andere Livestream zu geben. Aber jetzt kümmern wir uns um die hier. Ich würde einfach mal sagen, wir machen es so auf. Ich will auch nicht zu lange werden. Ich weiß nicht, wie wir es am besten und am schlauesten machen können. Vom Öffnen her. So. Dann die Promokarte Modipod, genau, für meine Sammlung der Promokarten. Das beiseite, dann Coin beiseite, öffnen wir das Booster-Päckchen. Ich glaube, das geht heute länger und ihr merkt, dass heute was Besonderes ist. Ja, die Codes hier sollten auch normalerweise nicht spoilern, hoffentlich nicht. Genau, das können wir auch noch wegziehen direkt. Die wundervolle Energie-Elektro-Vars. Ja, nagelt mich jetzt nicht fest, wenn ich die Namen nicht direkt der Pokémon kenne. Und die englischen Namen sollte ich nicht vorlesen. Gott sei Dank heißt Onix in Deutsch wieso wie in Englisch gleich. Dann haben wir natürlich unsere Reverse-Karten und ein Iltal in Holo. Das war schon mal im ersten Booster-Päckchen nix. Ja, muss man mit leben. Kann man damit leben? Das ist die andere Frage, ne? So, dann die zweite Promo-Karte. Wird dieses wundervolle, wenn wir es aufkriegen. Oh Gott. Ja, Tanzer werden, das ich euch gleich zeigen möchte. Genau. Let's go. Der andere ging irgendwie leicht auf. Warum der jetzt so blöd aufgeht, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Da bin ich überfragt. Gleiche Coin drin. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Das wundervolle Tanzer als Promokarte. Wo habe ich den anderen hingelegt? Da habe ich den gelegt. Das Booster-Päckchen. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Da gibt es ja gar keine Codekarten mehr, um die einzulösen. Okay, schade. Naja, hätte ich natürlich gerne gehabt. Aber naja, muss man mit leben. Dann beiseite. Ich ziehe irgendwie immer auch die Energie mit weg. Wäre eine Feuerenergie gewesen. Oder ist es? Und das heißt eventuell Pack on Fire. Wir schauen mal mit Remoraid. Dann Zubat, Natu, eine Professorkarte, dann unser Feuerstarter, die Reverse-Karte, ein Griffel und ein Zatu. Zatu heißt auch kurioserweise so in Deutsch wie in Englisch gleich. So, das war bisher noch nichts hier. Ich würde gerne hier noch den einen oder anderen coolen Hit sehen, wobei wir nur noch Chancen hätten auf 2 Hits. Okay, ich muss, glaube ich, unten öffnen. Weil unten ist die Chance irgendwie besser abzukriegen, anstatt oben. Da, das geht doch da famos und wunderbar auf.
warum auch immer das so bescheuert aufgeht. Ja, viermal Pikachu Coin, also muss ich die nur einmal zeigen. Da ist eine Codekarte drin. Kurioserweise. Habe ich einfach irgendeine übersehen? Nö, ne? Weil ich habe von der Mortipot habe ich eine Codekarte, das heißt, das war ein Error. Habe ich gerade hier gesehen, hier nebenbei liegen. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen bescheuert. Aber ich habe keinen übersehen, oder? Habe ich doch nicht. Aber egal. Lass mich nicht so viel hier wundern. So, das sind natürlich die zwei. Das ist eine mit einem besonderen Foil aus dem Set. Genau, die Trikofalo-Karte. Dann haben wir hier zwei Set-Karten, die jetzt damit drin sind. Genau, das ist natürlich für die englischsprachigen Leute ein bisschen schade. Und dann das Booster-Pack. Ich bin immer noch ein bisschen perplex wegen der Codekarte, aber okay. Dann ist es halt nun mal so. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Und dann reißen wir das Booster-Pack auf. Hoffen das Beste. Haben hier eine Psycho-Energie. Und haben Seper, Watzapf, Krakelo, Remoraid, Skogro, Absol, ein Schlingdar, eine sehr schöne Full-Art-Karte und ein Palkia. Ja, nicht verkehrt, ne? Diese wundervolle Karte. Ich nehme sie einfach Full-Karte, ich weiß immer noch nicht den Namen von diesen Karten. Aber, ja, die Landform von Tentacher und Tentoxa, dieses Pokémon. So, letzte Booster-Pack für heute. Ja, ich hoffe natürlich, es ist nicht zu lange, aber naja, wie gesagt, beim Nikolaus machen wir was Besonderes. Und am 24. und am 25. auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Ja, ich habe keine Ahnung, warum bei dem einen das nicht so war, dass da keine Codekarte mich angelächelt hat. Bin ich überfragt, warum, wieso, weshalb, warum? Fragt mich nicht. Wir haben diese wundervolle Holo-Karte, die zwei wundervollen Set-Karten und dann haben wir noch ein Donner-Sichel-Artwork am Start. Genau, und dieses wundervolle letzte Booster-Pack. Ja, ich hoffe, es war unterhaltsam und so weiter und so fort. Und ihr schaltet auch wieder beim siebten Türchen ein. Aber zuvor haben wir ja noch dieses Booster-Pack für heute. Bitte nochmal eine schöne Stahlenergie. Genau. Barschua. Griffel. Dann haben wir so eine Maschine schon wieder. Das Krawumps. Dann unsere erste Reverse, unsere zweite Reverse-Karte. Und eine GX-Karte. Jo, das ist doch schon mal schön. Wenigstens ein bisschen was Nettes gezogen. Ja, dann sage ich mal, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video oder Livestream wieder. Und damit ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.